Die Strahlungsenergiebilanz am Oberrand der Atmosphäre bestimmt zum Großteil den globalen Zustand des Klimasystems, das heißt die globale Erdmitteltemperatur. Natürlich ist das Klima aber nicht in allen Regionen der Erde gleich. Hier kommt jetzt die Zirkulation der Atmosphäre und die Zirkulation des Ozeans ins Spiel. In diesem Video werden wir uns mit der atmosphärischen Zirkulation beschäftigen, in dem folgenden Video mit der ozeanischen Zirkulation. Die atmosphärische Zirkulation basiert dabei auf zwei Grundzutaten. Die eine ist die Tatsache, dass die Solareinstrahlung pro Quadratmeter in den Tropen höher ist als in den Polargebieten. Das liegt einfach an der Krümmung der Erde oder an der Kugelgestalt der Erde. Das führt zu einem Temperaturunterschied zwischen den relativ warmen tropischen Gebieten und den relativ kühlen extratropischen Gebieten. Und diesen Temperaturunterschied versucht die atmosphärische Zirkulation zusammen mit ihrer ozeanischen Schwesterkomponente auszugleichen. Die andere Grundzutat der atmosphärischen Zirkulation ist die Tatsache, dass die Erde rotiert. Die Erde dreht sich einmal pro Tag um ihre eigene Achse. Dies führt zum Corioliseffekt, der zum Beispiel dazu führt, dass Winde in der Nordhemisphäre eher nach rechts abgelenkt werden und Winde in der Südhemisphäre eher nach links. Zusammengenommen führt das nun zu einer Dreizellenstruktur der atmosphärischen Zirkulation. In den tropischen Gebieten nahe des Äquators finden wir die innertropische Konvergenzzone. Dort finden wir ein bodennahes Tief, das heißt, hier konvergieren die Winde zum Äquator hin. Das führt zur Konvergenz und zur aufsteigenden Bewegung von Winden. Diese aufsteigende Bewegung führt dann zu Wolkenbildung und starkem Niederschlag. In der oberen Troposphäre bewegen sich diese Windmuster dann Richtung Polgebieten, etwa bis 30 Grad Nord und Süd, wo es dann wieder zu Absinken dieser Winde kommt. Das führt zu dieser geschlossenen Zirkulation, die wir die Hadley-Zirkulation nennen oder auch die Hadley-Zellen. Die Hadley-Zellen spielen eine entscheidende Rolle für das tropische Klima. Am polwärtigen Ende dieser Hadley-Zellen finden wir den subtropischen Jet. Das ist ein starkes Band von Westwinden, das sich um den Erdball zieht und ungefähr Westwinde von der Stärke von 40 bis 50 Meter pro Sekunde aufweist. Dieses Gebiet um 30 Grad Nord und Süd ist auch ein Gebiet des Absinkens von Luft, wie gesagt. Dort finden wir relativ wenig Wolken und auch die großen Wüstengebiete der Erde, zum Beispiel die Sahara. Das ist also ein trockenes Gebiet wegen dieser absinkenden Luftbewegung. Gehen wir nun ein bisschen weiter polwärts in die Region von 45 Grad Nord und Süd, finden wir wieder ein bodennahes Tief, wieder Konvergenz von Luft und Aufsteigen von Luft. Das ist wieder ein Gebiet von Wolkenbildung und starkem Niederschlag. Hier ist es assoziiert mit extratropischen Zyklonen oder extratropischen Stürmen, die sich dort befinden und zusammen mit dem sogenannten Polarjet dort bewegen. Polarjet oder, ich werde das auch im Folgenden oft, den extratropischen Jet nennen. Das heißt, wir haben die Hadley-Zelle in den Tropen, dazwischen die Ferrel-Zelle, die sich andersherum dreht, und in den Polargebieten die sogenannte Polarzelle, die durch absinkende Bewegung der Luft in den Polgebieten gekennzeichnet ist. Das ist die grundlegende Struktur der atmosphärischen Zirkulation. Ein wichtiges Merkmal der atmosphärischen Zirkulation oder der Windfelder ist, dass die Windfelder sehr eng mit dem Auftreten von Wolken gekoppelt sind. Das sehen Sie in diesem Bild hier. Sie sehen hier Satellitenbeobachtungen des Wolkenbedeckungsgrads im jährlichen Mittel und im zonalen Mittel. Grau bedeutet dabei ein vermehrtes Auftreten von Wolken und weiß relativ wolkenfreie Gebiete. Sie sehen in den tropischen Gebieten um 15 Kilometer Höhe ein starkes Auftreten von Wolken. Das sind die Wolken, die sich als Folge der Konvektion am Äquator bilden, als Folge der Konvektion innerhalb der innertropischen Konvergenzzone und der Hadley-Zirkulation. Sie sehen auch vermehrt Wolken auftreten in den Gebieten um 45 bis 60 Grad Nord-Süd. Das sind die Wolken, die sich bilden als Folge der extratropischen Stürme und die in den Regionen des extratropischen Jetstreams leben. Außerdem sehen Sie Grenzschichtbewölkung in der unteren Atmosphäre, in der Grenzschicht, den unteren 1 bis 2 Kilometern, dort vor allem als Folge von absinkender Luftbewegung. Wir spüren diese atmosphärische Zirkulation nicht nur im klimatologischen Mittel, sondern tatsächlich als Folge unseres täglichen Wetters. Das Wetter in den mittleren Tropen, mittleren Breiten, also in den Gebieten, in denen wir leben, ist vor allem geprägt durch diesen extratropischen Jetstream, denn entlang dieses extratropischen Jetstreams bewegen sich
Tiefdruck- und Hochdruckgebiete, die unser Wettergeschehen hier prägen. Dazu lassen Sie uns auf das folgende Video schauen, das einmal die täglichen Temperaturfluktuationen abbildet vom Herbst 2009 bis ungefähr Juni 2010. Sie sehen hier, wie gesagt, die täglichen Fluktuationen der Landoberflächentemperatur über einen Zeitraum von knapp einem Jahr und sehen, dass diese Fluktuationen durchaus mehrere Kelvin betragen können und auch in derselben Region sich sowohl relativ warme Perioden mit relativ kühlen Perioden abwechseln. Stoppen wir dieses Video am 11. Juni 2010. Das ist eine Periode, in der in Mitteleuropa eine Hitzeperiode auftrat, das heißt relativ warme Temperaturen. Dies war assoziiert mit einem recht wellenartigen Muster des extratropischen Jetstreams, der zu Advektion von relativ warmer Luft aus südwestlicher Richtung führte und damit diese Hitzeperiode unterstützte. Ein wichtiges Merkmal also ist, dass dieser Jetstream in den Extratropen wichtig ist für unser Wetter hier. Er ist aber kein fixes Gebilde, er kann sich auf Wetterzeitskalen ändern und ändert sich aber eben auch auf Klimazeitskalen. Das ist ein großes Problem oder eine große Herausforderung der Klimaforschung zu verstehen, wie sich der Jetstream und andere Komponenten der atmosphärischen Zirkulation verändern unter Klimawandel, da dies das regionale Klimageschehen in der Zukunft maßgeblich mitbestimmen wird. Eine Veränderung, die wir erwarten in der Zukunft des Jetstreams, ist zum Beispiel, dass wir unter einer Erwärmung der Erde erwarten, dass dieser Jetstream sich Richtung Pol verschieben wird. Das hat natürlich maßgeblichen Einfluss auf die Verteilung der Niederschlagsmuster und auf das Auftreten von Wetterextremen.